Meine Lieblingsszene ist ganz klar die YouTube-Aufnahme, wo Juli und ich uns die Sahne ins Dekolleté sprühen. Das wäre mir auch nie passiert, wenn ich nicht Schauspielerin geworden wäre. Diese Szene. Kannst du uns erzählen, wie du zu Willkommen zu Hause gekommen bist und den Satz irgendwie so anfangen, dass Willkommen zu Hause darin vorkommt? Also, ich bin zu Willkommen zu Hause so gekommen, dass der Regisseur von Willkommen zu Hause mich über Facebook angeschrieben hat. Und dann habe ich diesen netten Herrn Markus Müller-Hanefeld getroffen hier in der HFF und dann habe ich gesagt, yay, habe ich parallel in meinem Leben zu Pia. Also ich stehe nicht auf ältere Männer. Oh, ich mache sehr gerne schnell Freundschaften, aber halt echte Freundschaften. Ich habe nicht so viele Parallelen zu Pia, außer wo die Sahne dann so auf den Boden getropft ist. Außer, dass ich sehr interessiert bin an Feminismus. Also an Feminismus bedeutet für mich, dass eine Frau mit demselben Respekt und mit denselben Gelegenheiten getroffen wird wie ein Mann.